Ist insgeheim Luigi der wahre Held und gar nicht Mario? Eine sehr interessante Fantheorie, die einige gute Punkte hat, also hört sie euch gerne mal an. Zuerst einmal müssen wir das Vorurteil wegschaffen, dass Mario immer alle Abenteuer bestreitet. Er sammelt die Münzen ein, er rettet Prinzessin Peach, er ist der krassere Klempner von den beiden mit dem größeren Schwanz. Diese Vorurteile stimmen aber nicht so ganz, denn es gibt ja auch New Super Luigi U, wo er quasi genau dasselbe macht, nur dass die Levels sogar noch schwerer sind. Außerdem muss er in Luigi's Mansion ja Mario retten, der ja anscheinend das ganze Abenteuer nicht so gut geschafft hat, und wer genau muss ihn dann nochmal rausholen? Und wer musste bisher nicht gerettet werden? Ich frag ja nur. Und so ganz unter uns, was macht eigentlich einen Helden aus? Er muss nett und ein Follower von mir sein. Und bei Super Mario Bros. Wii hält er wie ein Gentleman die Tür auf für Mario und Peach und der kleine Gauner fliegt einfach ohne ihn weg. Also er ist kein Held. Ganz klar.